Denn wenn man hier sich zu viel Zeit lässt mit den Leuten, dann haben die machen die ihren Verlangsamungszauber. Und man ist am Poppes sozusagen. So, das wollte ich eigentlich nicht machen, sondern das. Aber ist ja auch schön. Hallo. Und ein letztes Mal. Super. Alter. Danke, danke, danke. So, lässt noch was liegen, du lässt noch was liegen, wenigstens etwas. Wenn ich schon nichts behalte von diesen ganzen Durchgängen hier, dann sind es noch wenigstens ein paar lustige Wurstduppen. Direkt mir gegenüber, Leute, geht das schon so verkackter Gigant. Warum nutze ich nicht einfach erstmal den, um zu üben? Ne? Hallo? Könnte ich jetzt bitte mal. Okay, hau ab. Tschüss. Vergiss es. Vergiss es! So. Alter, mache ich wenig Schaden mit der Pike. So, einmal kurz kehrt Marsch. Ah ja, er hängt eh unten so ein bisschen fest. Ich gehe mal kurz auf meinen Streitgolben. Hängst du irgendwie fest, kann das sein? Ist okay für mich. Autsch. Und selbst festhängen bist du noch recht gefährlich. Na komm. So. Das war das. 600 und ich kriege ein Steingroßschild. Ich nehme an, er ist ein bisschen schwer für mich. Gut. Aber ich würde trotzdem mal gerne sehen, wie der aussieht. Der Steingroßschild. 82, wiegt allerdings natürlich auch 20 Kilo. Ich weiß, warum kann ich aktuell genutzt werden. Ich würde trotzdem mal sehen, wie das aussieht. Alter, was ein Schild. Der ist mal geil. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. War trotzdem nett. Nehme ich den Höhlenschild wieder. Aber ich will kurz mal die Werte ansehen. Status umschalten. Das war falsch. Da, Stein Großschild. Physische Reduktion hatte ich um 100%, wie sich das gehört. Bei Magie um 80%. Feuer 75, Blitz 65, Haltung 80. Was immer es auch bedeuten mag, Haltung. Du machst nur bei physischen machst du wehrst du irgendwas ab, bei allem anderen nicht. Okay, du bist an sich gleich mal so geil unbedingt. Nötiges Attribut 38 Stärke, da bin ich noch sehr weit von deiner entfernt. Klar, ist auch riesengroß, der Schild. Aber geiles Teil, muss man mal sagen. So. Ich werde doch erstmal versuchen, den Typen hier aus seinem langen Gang hier rauszulocken. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Na, Froschbert? Also, wo muss ich eigentlich bei dir stehen, um dich zu treffen? Das geht schon mal. Mach's direkt nochmal. So. Gut, also wenn man mit den. Dankeschön für die grüne Güte. Wenn man mit den großen Wächtern gut klarkommt, kann man die wahrscheinlich ganz gut farmen, weil die haben ja, weiß nicht, 600 Seelen gegeben. Das ist schon mal ziemlich nett. Wenn man dann so eine kräftige Waffe hat und mit zwei, drei Schlägen die irgendwie tothauen kann, kann man sie sich auch ganz gut farmen. Da hinten sind noch ein paar Seelen von mir.
Regt er sich? Er regt sich nicht. Okay. Dann probier es mal mit dem Herrn hier oben. Ne, ist wahrscheinlich das Wasser, was hier rumplätschert. Bin mal gespannt, was ich hier oben eigentlich finde. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass der Herr hinter mir ist, weißt du? Das ist nämlich schon ziemlich eklig. Autsch. Ja, läuft. Hat er das vom Rocky-Endkampf so ein bisschen. Man haut sich so lange auf die Glocke gegenseitig, bis einer umfällt und witzigerweise bist du das gewesen. Wo sind wir denn hier? Oh, shit, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mein Schild gerade hochhalten. Da habe ich noch eine Heilung, schlecht. Lass mich das Ding hier mit. Wolfsring. Da hinten leuchtet ein Feuer. Ah! Ich bin auf der anderen Seite der Schlucht. Ja, genau, okay. Gut zu wissen. Erstmal direkt einen Ring angeguckt. Das wäre mein erster Ring, den ich vielleicht mal tragen könnte. Wolfsring verstärkt Balance. Kann ich schon mal mitnehmen. Willst mir aber ganz gerne mal anschauen. Warte mal, Ringe ist wahrscheinlich da, wo die beiden Ringe sind. Status Anzeige umschalten. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gewinst geschenkt wurden. Der Wolfsring gehörte Artorias, dem Grundschreiter. Artorias, der einen sternen Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Ah ja, wunderbar. Dann nehme ich mir gleich mal ein bisschen was an Nachtisch. Wir müssen eigentlich fast versuchen, mit den 2300 Seelen direkt mal kurz zurückzulaufen und meine Waffe ein bisschen aufzupolieren, damit ich etwas besser werde. Oder ich gehe das Risiko ein. Was bedeutet eigentlich dieses Symbol hier links neben mir? Heißt das, dass die Rüstung steigt? Oder nee, es müsste dann die Balance sein, die mir gerade verstärkt wurde, weil die war früher nicht da. Scheiße. Weg! Weg! Alter Schwede! Vergiss es, wollte ich gerade sagen, hat auch nicht geklappt. Schade. So, erstmal das. Dann kann ich kurz hier den Trank nehmen. Jetzt zurück. So, haben wir dich. Dann können wir uns noch einmal heilen. Und jetzt würde ich ganz gerne die Seelen sichern. 2900, ich habe keinerlei Heilung mehr. Gibt keinen Grund mehr, warum ich jetzt unbedingt mir hier noch mich der Gefahr aussetzen sollte. Ist jemand hinter mir her? Nein, aber das kann bei Dark Souls vieles heißen. War kurz entsetzt, dass da wieder so ein Vieh war, aber du bist ja schon tot, nicht wahr? Ja. Nimm ich euch ja mit, so ein bisschen als Reifrock. Sehr schön. Ich denke, ich werde mal auf den Feuer, bei dem Feuer dann noch ein bisschen Rast machen direkt nochmal. Alter. Verdammte Baum habe ich auch gerade erschrocken. Dadurch, dass sich alle noch so ein bisschen im Wind bewegen, hat man das Gefühl, die leben alle noch, aber das tun sie Gott sei Dank nicht. Gut. Einmal das. Wunderbar. Ich könnte jetzt natürlich aufsteigen, aber egal. Bis gleich zurück. Ja, dann. Ja, mach das. Wollte jetzt nicht gerade sterben. War hier nicht irgendein Baummensch? Ich meine schon. Du? Nee. Ach, da hinten ist einer.
Hallo. Hi. Okay. Und das war's für dich. Wunderbar. Und ein lila Moosklumpen. Nehme ich doch gern hin. Was ist das hier eigentlich für eine Pflanze? Sieht geil aus. Und? Wunderbar. Schöner Abschluss. Gefällt mir. Hallo, mein Freund. Kann man dich eigentlich wegtreten? Wäre witzig, wenn man dich hier runtertreten könnte, nicht wahr? Und auch sehr viel einfacher, als gegen dich zu kämpfen, nicht wahr? So einer müsste es, glaube ich, noch sein. Nicht dort oben, sondern dort hinten. Okay, ein Sprung und ein großer Angriff reichen aus, um ihn niederzustrecken. Das gefällt mir. Und der Rest des Weges sollte relativ einfach sein. Es ist ja nur noch diese abartig große Kreatur, die zwischen mir und dem Lagerfeuer steht. Gut. Aber was soll schon passieren? Bisschen schräg laufen, dass mich eventuelle Schüsse nicht treffen. Und das war's. Ich bin dabei. Ich bin durch. So. Warte mal. Lass uns reden, lieber Schmied. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ja, gestern habe ich den guten Tipp bekommen, dass ich doch mal gucken soll, ob es ein Bastardschwert irgendwo gibt, weil das ziemlich gut sei. 105 Schaden. Kurz mal Anzeige umschalten und du skalierst mit C. Eben. Ah, warte mal, nee, mein Streitkolben ist aber mit B. Aber ich glaube, ich nehme mal das Bastardschwert. Eine gute Reichweite, wurde mir gesagt. Ich kaufe es einfach mal. Hab gerade recht viele Seelen. Und willst du mir kurz mal anschauen? Ja, ich werde es versuchen. Vielen Dank. Werde mir erst mal kurz anlegen. Ja, recht schnell. Reicht wäre schnell auch okay zu sein. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Gucken wir mal, ob mal zufälligerweise. Ob man zufälligerweise nicht mehr gut verbessern kann gerade. Bastardschwert, wo ist es denn? Bastardschwert lässt sich. Ah, 400 Seelen fehlen mir. Das sollte kein Problem sein. Geh mal kurz mal hoch, hol uns die 400 Seelen kurz zurück. Oh ne, komm, wir gehen runter und holen uns die 400. Ah, wir gehen hoch, komm. Ich will wenigstens bloß eine Verstärkung haben. Das können wir einfach erreichen. Ganz viel, viel einfacher, als ich es gerade mache. Indem ich mir einfach hier so eine Seele mitnehme. Zack. Ich bin auch manchmal unentschlossen. Meine Güte, ey. So, ich würde gerne. Kleine Scherbe dürfte ich dir noch haben. Etwas verstärken. Und zwar das Bastardschwert. Wo immer es sich gerade auffällt. Da, Bastardschwert. Auf 115 Schaden. Gerne. Das nächste kostet wieder 400. Don't get yourself killed. Ja, das werde ich versuchen. Wisst ihr was? Ich komme jetzt kurz ein paar Seelen hier zurecht. Einmal Soldatenseele. Ich glaube, ich 1000 oder sowas, ne? Genau, damit kann ich jetzt in den nächsten zwei Verbesserungen mir noch geben. Hallo. Waffe verstärken. Bastardschwert plus 2, wunderbar. Und die nächsten Seelen. Bastardschwert plus 3, genau. Im nächsten fehlt mir tatsächlich eine kleine Scherbe schon wieder. Hab jetzt. Don't get yourself killed. Ja. Neither of us want to see you go hollow. Kurz mal schauen, was ich denn jetzt daraus gemacht habe. Bastardschwert plus 3 habe ich begriffen, dass ich das getan habe, aber ich will auch sehen, wie gut es ist. 136 Schaden. Und ich muss wieder Scherben sammeln. Ja,
Okay, mal aus Interesse. Wie viel müsste ich dir denn? Autsch. Kann man dir auch schon damit jetzt ein bisschen was beibringen? Warte mal kurz, ich hau mir kurz mal ein bisschen. Oh, oh, oh. Da ist wohl jemand. Blitzgescheit, was? Ja, das war wohl nicht so gut. Ich will kurz sehen, wie viel ich ihm damit zufüge. 86. Ist nicht verkehrt. Ich glaube, er denkt, dass ich das einhändig nutze. Gut. Gut zu wissen. Vielen Dank. Danke für deine Mithilfe. So. Einfach kurz geheilt. Und jetzt fühle ich mich doch schon mal etwas mächtiger. Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch gegen die Bäume besser zurechtkomme. Gut. Eine gute, schnelle Waffe. Oh, das ist übrigens eine sehr schöne Scheide, wenn ich das mal sagen darf. Ich bin witzigerweise in Rollenspielen gar nicht mal so der Fan von Bastardschwerden und sowas. Ach, ich hab mich ja gar nicht reguliert. Kann das sein? Nee, habe ich wirklich nicht. Das heißt, hier sind gar keine Gegner, die ich gerade mal so stellen könnte. Außer die drei Gestalten da unten wieder. Naja gut, dann nehmen wir das halt so hin. Aber diese ganzen Seelen, dass man die noch nebenbei so ein bisschen sich zu Gemüte führen kann, falls noch ein paar Seelen fehlen. Habe ich zum Beispiel auch meinen allerersten Spieldurchgang, den ich nicht durchgespielt habe, wie gesagt. Beim bisherigen Spieldurchgang habe ich es bis jetzt nicht genutzt. Weil mir das gar nicht mal so bekannt war. Das ist nämlich immer so ein bisschen wie betrunkenes Schaf hier durchgelaufen. Gut, Zeit. Ja, kurz eine halbe, ist in Ordnung. Wie gesagt, um 8 wird es die Verlosung geben. Ziemlich genau. Hallo. Da schnell schon hinter mir die Ranken wie so Peitschenschläge. Oh ja. Oh ja. 3 Schläge. Sehr gut. So. Lila Moosklumpen. Blutroter Moosklumpen. Und noch ein Agrobaum. Oh, Glück gehabt. Okay. Ich will trotzdem mal gucken, wie das aussieht. Ah ja, so ein Sprung machst du. Interessant. Ein bisschen von oben, okay. Und eher so quer. Gut zu wissen. In Ordnung. Wollen wir mal ganz kurz schauen, wie ich jetzt gegen die Giganten so bestehe, was er so. Was er so von meinem Schwert hält. Hallo. 32 ist wirklich nicht viel. So. Jetzt war ich schon wieder langsam. Halte ich für keinen Zufall. Also bei dir ist Streitkolben wirklich nicht die beste Wahl. Eieieiei. Das, ja. Achso, jetzt geht das wieder los, kommst du nicht raus. Kurz mal weg. Bisschen Ausdauer tanken, okay. Okay. Puh, du hast gar nicht mal so extrem viele Lebenspunkte, aber du hast ziemlich hohe Rüstung. Natürlich. So. Ach, ich will dich gar nicht lesen. Ich will beim Leuchtfeuer rasten. Vielen Dank. Und könnten wir jetzt direkt schon wieder irgendwelche Scherben kaufen und dann weiter aufrüsten. Also ich das Spiel Schwert irgendwann vielleicht mal auf 5 kriege oder sowas. Bei Dark Souls ist es ja meistens besser, auf den Gegner zu und diagonal an ihn vorbeizubringen, anstatt von ihm weg. Ja, das mag sein. Ich werde es mal versuchen, wieder ein bisschen nach rechts zu kommen, da wo der komische Hüpffrosch war. Weil es schien mir dann da doch.
Ach nee, warte mal, in diesem Gang war ich ja schon mal. Das ist ja relativ dumm. Wo kommst du denn her? Ach, verdammte Scheiße, natürlich. Alter. Okay. Bin ich doof. Völlig verblendet renne ich hier hoch, ey. Alter Schwede. Ich habe ja völlig vergessen, die Vieh ist natürlich auch wieder da. Klar. Meine Güte, ey. Junge, 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 habe ich mich gerade erschrocken? Wenn du von da, wo du herkommst, links läufst, dann ist es besser. Okay. Also komplett links an den Giganten wahrscheinlich vorbei, nehme ich mal stark an. Ich probiere es mal aus. Ich muss ja jetzt nicht jeden Giganten hier irgendwie angreifen. Wenn sie mich nicht angreifen, wohlgemerkt. Mal ein bisschen drauf achten. Erheben sie sich gerade? Nein. Mal da geht's lang. Diese Schlange. Was war das für ein Knall? Achso, hallo. Erstmal direkt geheilt. Nicht, dass ich das wollte, sondern. Jetzt wollte ich das machen. Entschuldigung, ich habe gerade den Schild nicht ausgerüstet. Ich werde fahrlässig. So, dieser Baum hier. Also diese Schlangen hier vor allem. Eben konnte ich einen Baum angreifen. Ja, du Pisser. Also den Baum nicht mehr, okay. Leiche plündern, eine Partisane. Na, sowas habe ich doch gesucht. Warte mal, da ist irgendwie so ein Moosklumpen, okay. Die würde ich gerne mal sehen, kurz. So. Eine Partisane, 80. Das geht aber nicht besonders gut mit allem, schade. Irgendein Klumpen. Okay. Ein bisschen ruhig hier der Wald. Ach guck mal, hier war einer der Giganten. Der auch liegen bleibt scheinbar. Hier ist hier so ein Schlangenbaum. Ah ja, das ist praktisch. Das ist also das Wesen, ich verstehe. Kann man vorher nicht anvisieren. Ganz schön fies. Quasi der Wand entlang, da musst du vielleicht einen Giganten töten auf dem Weg zur Turmruine. Da ist der Gigant, den ich töten sollte wahrscheinlich. Heftig. Dafür ist das Zeug hier so lecker. Aber gut. Das Schwert finde ich mal gar nicht schlecht. Obwohl ich das Gefühl, habe, dass der Kolben, der Streitkolben, besser ist gegen die Giganten. Weil irgendwie 46 Schaden gemacht hat oder sowas und nicht nur 32 oder sowas. Hallo. Diesmal habe ich euch nicht vergessen. Ja, schön. Zwei große Schläge, ihr seid tot. Das finde ich sehr gut. Zumal ihr in der Regel vom ersten Schlag immer noch gelähmt seid, sodass ich euch gleich einen zweiten verpassen kann. Sehr, sehr schön. Und ich sammle jede Menge irgendwelche Klumpen, die vielleicht nicht schlecht sind. So, dann gehen wir denselben Weg einfach nochmal, wie eben. Das war ja relativ unkompliziert.
schön am Rand lang. Nicht zu weit rauswagen. Gucken, ob die Giganten irgendwelche Probleme haben. Nein, haben sie gerade nicht. Den Baum kann ich ja versuchen zu meiden. Obwohl, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Gib mir mal noch ein bisschen was an Seelen. Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen besseres Timing walten lassen. Okay. So, mal. Muss ich gleich auch versuchen zu treffen. Immerhin. Doch. Ja, gut. Du bist wieder da. Hast du an die dicken Verlangsamer soweit gewöhnt? Ja, läuft. Solange sie das nicht verlangsamen, ist alles in Ordnung. Ich habe mir unterdessen ein Bastardschwert geholt, hast auf +3 hochgerüstet und komme damit eigentlich ganz gut klar, wenn ich ehrlich bin. Also gegen die Bäume macht es definitiv wesentlich mehr Spaß, weil ich sie mit 2 dicken Schlägen wegkloppen kann. Die Giganten, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, weil das Schwert eben nicht ganz so viel Schaden macht an die Giganten wie der Streitkolben, nicht wahr? So.